Hallo Leute, da sind wir wieder, Teil 15 von Ruf mir den Juarez. Und wir suchen Butch Cassidy und Sundance Kid und ja, irgendwie hier ballert's und macht's schon ganz ordentlich. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Jo, das Ding ist putt. Well, I assume the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Aha, na das kann ja heiter werden. Oh oh, krumme Geschichte und... To make that some bitch Bob pay for what he did to my brothers. Und heile rübergekommen. Da hätte ich gerne gesehen, wie der Zug runterkam. Das muss ja relativ geil ausgesehen haben. Spektakulär, würde ich mal sagen. So. Hier rein. Ja, genau. Eieiei. Aha, das war wohl ein bisschen viel Gewicht. Für den schiefhängenden Wagen. Hier brennt die Lokomotive. Hüpf und es glitzert. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Mhm, das ist doch schon mal viel wert, wenn die Richtung stimmt. Die hat sogar sowas wie eine Treppe. Oh, und es knirscht, ja. My ears are still ringing from blowing up that bridge. Da haben wir sie ja. I can't hear a goddamn thing. Die ersten Vögel. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Ja, dann werden wir das mal machen, aber erst können wir hier noch eine Verbesserung freischalten. Höhere Schrot- und Dynamitkapazität. Üppig belohnt, höhere Kombos während der Konzentration. Wenn du konzentrierst, hä? Da haben wir doch das. Und dann nochmal zurückgucken. Was haben wir hier denn noch Neues? Längere Kombos. Oder kaltblütig, mehr Konzentration in der Anzeige. Und hier haben wir noch Vorrat aufstocken. Nee, wir machen das kaltblütig. Konzentration ist immer gut. Das gilt übrigens im ganzen Leben. Nicht nur für dieses Spiel. From there, I had to negotiate an even more precarious route. So, nach diesem kurzen Exodus in den lehrreichen Bereich. Geht's ja mal fleißig weiter, eine Kutsche. But first, I would need to get my ass out of there. Und Dynamit. Und eine Kutsche. Und ein Pferd. Aha, okay, hoch auf die Brücke wäre dann wohl hier lang. Das andere war definitiv ein Tunnel. Und die Sternchen sagen das gleiche. Ein Abgrund. Oha, springe auf den Zug. Ich hoffe mal auf den Teil vom Zug. Hey, ja. Uiuiui. Cool. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. This is it for you. Da glitzert's. Und du schießt. I had found a gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past the whole passel of desperados. Wir suchen Bob. Okay. Da würde ich mal sagen. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Genau, von Wagen zu Wagen. It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Ja, oder alle umgekommen. Ist ja schließlich abgestürzt, der Zug. Boing. Es ist einfach geil gemacht, das Spiel. Ich muss mich wiederholen. So, dann brechen wir mal. Nachladen. Nö, nö. Das halte ich für ein Gerücht. Siehst du? Hehe. Oh, oh. Ja, ja.
wirst blöd labern und dann daneben schießen. Das denn für ein Gewehr? Das gleiche, das ich schon habe, vermutlich. So wie es gerade aussah. Na? Jetzt. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Uiuiui. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Auf den Dächern stehen sie auch noch. So, so. Show yourself. Oh, oh. Schrotflinte. Nee, ich will das andere wieder. Warum mache ich denn auch jedes Mal? Warum wechsle ich jedes Mal die Knarre? Nachher habe ich die blöde Schrotflinte. Mit den doofen zwei Schüssen. Und da kommen drei Gegner. Und dann hast du ein Problem. So, wo lang? Hier geht's nicht. Dach geht auch nicht. Hier geht's vermutlich sowieso nicht. Und hier? Nee. Hü-hüpf, geht nicht. Das geht auch nicht. So, jetzt gehen mir dann langsam die Optionen aus. Ja, machen wir es so. Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Oh, das ist so ein Schrotflintenkollege. Ja, der hat mich überrascht. Mit dem habe ich jetzt definitiv nicht gerechnet. Vor lauter Weg suchen. So, jetzt machen wir das aber nicht mehr mit der Schrotflinte, sondern mit der... mit dem Gewehr, mit dem mehrschüssigen. Boah, der ist aber auch heavy. Ja, allerdings, ja. Da hätte ich eigentlich auch auf die Fässer schießen können, aber hätte, hätte. Oh. Das war erneut eine eher knappe Geschichte. Da hinten macht's blink blink. Da haben wir wieder mal ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das keinen interessiert. Also mich zumindest nicht. Da geht's noch ein bisschen den Fels entlang. Was wollt's denn jetzt? Jetzt hat's doch irgendwas angezeigt. Ich verlaufe mich sogar in einem Zug drin. Das gibt's doch nicht. E zum Benutzen. Oh. Eine Leiter. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns ablazing to help? No. Oh, oh. Ja, eine Riesenansammlung von Western-Legenden. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome. As usual. Oh je, oh je. Naja, solange sie so schön ins Feuer rennen, geht's ja noch. Aber ich glaube, das machen sie jetzt nicht. Pausenlos. Der war noch gar nicht tot. Na, na, na. Unterm Zug? Nö. Da, da hinten. Einmal Dynamit schön. Oh. Mist, weg, weg, weg. Oh. Ja, ich lebe noch. Das war... Ah, Gott, oh Gott. Wenn man Dynamit schmeißt, sollte man auch ein gewisses Ziel an den Tag legen. Denn wenn man sich selber vor die Füße schmeißt, dann, ja, passieren solche Sachen. Heiliges bisschen. Fast selber in die Luft gesprengt. Ach, ihr mit euren Nuggets. Wir wollen jetzt hier nicht Nuggets suchen.
Ich bin sowieso nicht. Egal. Ui, drei Stück. Und da blinkt's mal wieder. Da bemühen wir doch die Konzentration. Dann haben wir die drei wenigstens auf einen Schlag. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Wo sind wir denn hier gelandet? Hier fliegt ja Geld rum. Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was gonna stay on old Bob's trail. Take him down. Okay, das hatten wir schon mal in der letzten Folge. Zamba, Zamba! Nee, ja, ein bisschen zielen müsste man, glaube ich, doch noch. Rambazamba alleine. Ja, die kommen irgendwie von beiden Seiten. Eieiei. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Oh Gott, wie kann es einem denn dabei erwischen? Naja, indem man nicht aufpasst. Die kamen von links da auch noch. Hm. Von oben, von unten, von links, von rechts. Sag mal, wo sind wir denn hier? Rummelplatz? Ja, ich habe mich gerade einen Moment gefragt, ob es vielleicht nicht sogar besser wäre, mit dem normalen Gewehr zu schießen. Aber das sind dermaßen viele. Ich glaube, das müssen wir gar nicht versuchen. Ja, da oben war noch einer. So, was machen wir jetzt? Mitten im Gefecht. Tiefe Taschen, Trapper. Üppig belohnt, höhere Kombos. Machen wir das und weiter geht's. So, ich war gerade so schön im Rhythmus. Man sieht sie so schlecht, weil sie irgendwie, die haben genau die gleichen blöden Jackets an, wie die Bäume dahinter Blätter tragen. Da unten. Boah, jetzt ist... Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flatnose Curry. Who is he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Da sind wir wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Aber wenigstens ist diesmal nur einer, aber der ist wahrscheinlich Hölle schnell. So, und jetzt aufpassen. Wow. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Guck, das erste Mal, dass ich einen auf Anhieb erwische. Das wäre das erste Duell, das ich tatsächlich überlebe. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Schönes Gefühl, so ein Duell zu überleben. Hat man sowieso bloß einmal die Chance dazu, bis jetzt hätte es nie geklappt. Einmal ist immer das erste Mal und das war jetzt gerade eben. So, Silas Graves behauptet, ja, ja, der Ranger hat eine langsame Feuerrate, teilt aber viel Schaden aus, das solltest du nutzen. Hm, wenn ich mal einen begegne. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he disappeared. Sometime later I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail and now he was running the whole shebang. So I took to their trail. As I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Ja, dann machen wir uns mal auf die Suche nach Kid Curry des Nächtens. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Dunkel ist es auch dann noch. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dann. Tschüss.